Herzlich willkommen zur dritten Folge ATM 6 mit Felix. Hallo. Guten Tag. So, Mops, wo seid ihr? Kommt her. Erstmal ist in Farbe. Schön Papaya. Toll, auf dem Berg ist ein Creeper. Ja, deshalb verzichte ich dich hier darauf, dahin zu gehen. Und vor allem weiß ich nicht, wo der steht. Der Berg ist nämlich ein bisschen höher. Aber auch nur so 1, 2 Meter, ne? Ah, hier ist eine Spinne. Ich habe das Gefühl, die Creeper-Spawn-Chance ist hier irgendwie recht hoch. Rohr-Erschard. Ah. Aber es ist irgendwie auch noch so ein Gefühl, ne? Ja gut, dann warten wir halt. Dann fäll ich halt Bäume in der Zeit. Ach so. Ob ich jetzt Wut bekomme. Okay. Spaß mit deinen Creepern dahin. Ja, aber wenn wir mit Creepern andere Sachen wegbekommen, mit Creepern Viecher wegspringen. Uns nicht selber. Dann kriegt man auch diese Inferium. Das ist schon mal gut. Also ein Inferium haben wir zu Hause, das heißt 7. Ich habe schon ein Imperium. Zwei Imperium habe ich jetzt. Ja, mal gucken. Hast du schon auch schon was? Nicht, nö. Ich habe Knochen, Pfeile und einen Rotten Flash und einen Huhn mit einem Baby-Zombie drauf. Toll. Also alles das, was man natürlich mal wieder nicht braucht. Ich habe Raw Earth Char Charts, ein Zombie-Herz, Federn. Ist aber immer so, ne? Ja. Wenn du was brauchst, nichts. Weggescheucht, toll. Oha, 4,5 Herzen Schaden. Jetzt sag bitte, dann wenigstens Enderwelle rausgekommen. Fragmente zumindest. Immer nur zwei Inferium. Beziehungsweise 1 zu Hause 3. Aber Lava gefunden. Oh, das ist gut. Fehlt nur ein Eimer. Oder steckst du in die Hosentasche? Oh, Alter. Der Creeper kam überraschend. Was hat der denn gedroppt? Ach, das Meinst du, sind. warum ich so viel mit der Karte spiele? Dass ich sehe, wenn mein Drone von hinten kommt, so ungefähr. Oh, wieder keine Ferium. Ist schon, als wäre das so ein auf der Dropper gesichert. Sniper! Zwei Sniper. Oh. Oh, tot. Da ist der erste Lappen gestorben.
Peperonis. Weißt du was, der Weg ist ziemlich weit, ne? Ich weiß, wenn man nicht in unserem Bett schläft, dann ist der Weg halt ein bisschen weiter. Aber zum Glück ist Graveyards drinne. Und zum Glück machen Skelette selbst mit Lederrüstung nur 4,5 Herzen Schaden. Kannst du ja aber auf dem Weg wenigstens ein paar Inferium-Essences mitnehmen. Jetzt habe ich noch dieses Mining-Fatigo. Jetzt muss ich 5 Minuten noch warten. Stark. Ich stelle mich mal so 10 Minuten hier hin. Okay, ich glaube, es ist einfacher, wenn ich schon mal zu der Insel da drüben schwimmen würde. Woran machst du das fest? Ja, anstatt hier 5 Minuten zu warten, kann ich dann wieder schnell schwimmen. Ja, sind diese Leute, die einfach sterben. Kenne ich. Aua, was ist das? Ein wilden Horn. Dross vom wilden Packhunters. Warum sind hier auf einmal so viele Monster? Alter, was ist jetzt los? Ja, es wäre nicht schlecht, wenn du vielleicht noch schlafen könntest. Ja, ich glaube schon. Das wäre super, weil sonst kann ich nicht anlanden. Erstmal muss ich überhaupt lebendig ankommen, da wo ich hin will. Okay. Ich habe nämlich so einen Sniper rechts im Ohr. Alles klar. Ich höre nämlich nur. Mein Charakter denkt sich nur noch, Salve rückwärts, Rolle nach rechts und weg da. Immer noch 1 Minute 44 Mining. Ich könnte jetzt auch bis dahin hinschwimmen. Aber ich glaube, das dauert relativ lange. Okay. Also okay. Och, ich gucke mir gerade mal andere Sachen. Okay. Asmodium. Asmodium-Ohr. Ach, du ahnst es nicht. ATM Star Resources. Ja, sagen sie auch, Mystical Agriculture sollst du machen. Auf welcher Seite fängst du an? Ah, okay, auf der Seite fängst du an. Aber geht's von da nach da? Mystical Path, Circle of Souls. Vier Jars of the same. Okay. Damit kannst du ein Fire Seeds, Ice Seeds, Air Seeds, Water Seeds und solche Geschichten machen. Okay. Korallen, Chicken, Slime, achso, solche Sachen, Creeper Seeds. Achso, und damit kannst du den Prismarin, Obsidian, Certus, Glowstone, Aquamarin, Redstone,
Zink, Blei, Silber, Eisen, Zinn. Achso, also bei Tier 3 kannst du dann erst wirklich dann mit Erzen sozusagen loslegen. Und ab Tier 3 brauchst du, glaube ich, aber auch eine besondere Crafting-Methode. Weil ich glaube, da kannst du sie nicht mehr craften, sondern da musst du sie mit Infusion Crafting von Mystical Agriculture craften. Und dafür brauchst du Infusion Alter, dafür brauchen wir 2 Gold Ingots, 4 Steine und 3 Red Carpets. Okay, also wir müssen so oder so ein bisschen meinen und sowas dran gehen. Das muss man ja sowieso, weil die Iron Seeds brauchen ja auch 4 Eisen-Ingots. Also jedes Erz braucht ein bisschen was vom Grunderz. Aber du brauchst halt nicht 3 Millionen von dem Erz, um was zu bauen, sondern du brauchst nur ein klein bisschen und hast dann was. Das ist ja nicht schlecht. Richtig. Deshalb ist ja der Mod so stark. Vor allem in Skyblock, wenn du deine tollen Erz-Seeds gebaut hast. Und dann aus 8 von den Endprodukten da mal eben 24 Erde rausbekommst. Ja, gut, das stimmt natürlich auch wieder. Das stimmt natürlich auch wieder. Und klar, wenn das dann natürlich dann nach und nach läuft, dann sieht die ganze Geschichte auch wieder ganz anders aus. Wenn du erstmal so ein bisschen was AFK dazu bekommst. Ich denke mal, dann kriegt man das eigentlich schon relativ gut hin. Richtig. Boah, hier ist fast eine ganze Insel voll mit Bambus. Ist auch schön. Weißt du wenigstens, was du hast? Nichts. Das Bambus kannst du nicht wirklich viel machen, ne? Doch, also es geht, also es ist nicht so nichts, nichts, sondern es geht ein paar Sachen so, aber glaub, mit Bambus wird noch nicht so viel Sticks halt, ne? in Mods gearbeitet. Du kannst daraus halt durch Water Strainer ein Fischernetz bauen oder sowas, oder Fisherman's Trainer, was auch immer das ist. Dann Block Okay. auf Bambu, dann noch was zu essen. Eine Papierwand. Du Ja, guck. kannst Sticks theoretisch daraus craften. Und halt diese Scaffoldings, die ich meinte. Die Scaffoldings sind halt nice. Da kannst du halt im Endeffekt dich wild, wie du willst, in Luft hin und her bauen und die bauen halt aneinander so. Okay. Sind wir eben so lange mit dem Boot gefahren? Das. Bienen Also sind bei den irgendwie. Werkzeugen, ja. Diese Bienen sehen irgendwie so ein bisschen aus wie fliegende Kühe. Ah ja. Werden bei den Tinker-Sachen gar nicht mehr angezeigt, wie viel XP die haben. Inwiefern? Naja, ich habe bei meiner Spitzhacke zum Beispiel jetzt 45 Durability runter. Aber sonst steht er nur noch bei Attack, Attack Speed, das Mining Level, Mining Speed, Upgrades und Abilities. Aber da steht nichts bei, wie viel XP das Nee, es jetzt hat und das geht glaube so. ich erst ab einem bestimmten Level los, dass da dass du mehr, da machen kannst und so.
Oder brauchst du dann für ein bestimmtes Bein? Ja, ich habe keine Ahnung, ich hatte immer Illyria gemacht. Oh, ich habe meinen Schlüssel auf der Insel vergessen. Echt jetzt? Ich muss mal zurück. Glückwunsch, das war ganz zurück, ne? Da kannst du dich auch einfach wieder umbringen lassen von dem Skelett oder so. Weißt du, was jetzt witzig wäre? Du lässt dich umbringen, kommst wieder zurück und dann ist da immer noch kein Schlüssel mehr, weil der Schlüssel weg ist. Die Pforten halt. Das wäre Da sehe ich doof. dich ja. Wäre aber bei dir irgendwie typisch. Ja, meine Güte. Gibt Schlimmeres. Ja, nicht arbeitendes Personal. Ach, stimmt, da war was. Hallo, bin wieder zu Hause. Ohne Werkzeug und so jetzt, Nein, ne? ich habe alles mitgebracht. Alles gut. Oh. Oh nein, nein. Was? Sind denn mittlerweile mal die Dings hier despawned? Oh ja, das ist ja schön. Spricht doch aber auch voll für den Mod. Was? Ich hole mir zwei Flint zum Reparieren von dem Werkzeug. Ja. Und brauche alleine wiederum zwei, um jetzt zu bauen, theoretisch. Also habe ich im Endeffekt jetzt weniger Durability für den Werkzeug, was ich kostengünstiger neu bauen könnte. Schön. Scoria Ohr. Ja, kann ich Interior. nicht abbauen, ist Tier 2. Ja, brauchen wir doch eh noch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Warte mal, müssen wir Kohle abbauen? Wir haben 45 Kohle, habe ich jetzt nach oben gebracht. Also. Ja, brauchen wir es für irgendwas Wichtiges? Inferium Aktuell nicht, dass ich Kohle. wüsste. Okay. Ich habe Kupfer. Block of Coal. Nee, dann lass mal Kohle erstmal liegen. Und hier ist überall dieses Binetium, was weiß ich, was es auch mal sein soll. Okay. Und dieser andere Cobblestone. Scoria Stone, okay. Oh toll, noch mehr Kohle. Du willst jetzt bis nach unten, ne? Ja. Michi sagt, dass die auch eventuell nicht levelbar sein könnten. Ich ehrlich gesagt aber keinen Sinn dahinter oder keinen Grund dahinter, Tinkers Werkzeug zu nutzen. Zumindest unter aktuellem Zeitpunkt. Dann nehme ich dann lieber 53 Steinspitzhacken ins Inventar, anstatt jetzt Flint teuer mir zu holen und dann damit mein Werkzeug reparieren zu lassen.
Oh, Soapstone, wie schön. Seifenblasensteine, oder was? Nee, Seifenstein ohne Blasen. Ach so, okay. Tinkers Tools machen eigentlich keinen Sinn, dann bis wir einen gewissen Punkt erreicht haben. Okay. Weil es wohl oder übel ja dann so ist, dass wir uns keine Upgrades leisten können, weil wir keine Diamanten oder ähnliches haben. Okay, ja, gut, okay. Und ohne das sehe ich keinen richtigen sinnvollen Nutzen. Der einzige Vorteil ist halt, du kannst Werkzeug minimieren sozusagen, aber Okay. ich sag's mal so, wie es ist. Aktuell lohnt sich das ja nicht so hundertprozentig. Kennst du die Leute, die Eisen gefunden haben? Brauchst du Eisen? Nicht nur. Wenn die Werkzeuge upgradebar gewesen wären, ja, aber da sie es nicht sind, nein. Ja, ich stelle mich dann jetzt trotzdem mal hier so ein bisschen hin. Dann haben wir zumindest schon mal ein bisschen Eisen. Aber damit können wir halt auch noch keine Grundsachen mit anfangen. Theoretisch können wir halt aus Eisen die ersten besseren Werkzeuge theoretisch machen. Wäre dann der T2. Von Tinkers meinst du jetzt, oder was? Nö, normale Spitzhacken theoretisch. Ja, das Bei wird so. Tinkers lohnt sich's nicht, bis du die besten Materialien hast eigentlich. Die dann halt, wo du dann auch wirklich deine Diamanten, Emeralds und was weiß ich, was du für Upgrades halt draufpacken würdest halt. Wenn du wirklich raufpackst, so. Wow, was ist das denn für ein Voilà. Viech? Ich muss weg, 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 ich muss weg. Du meinst, mal ins Bett dich legen und hier zu spawnen? Musst du dahin weg? Hier sind irgendwelche komischen Viecher, die mir irgendwelche Wölfe hinterherjagen. Ja, davon habe ich einen schon besiegt. Geh weg, ich muss woanders hin. Ich muss ins Bett. Dachte, du kommst gleich ins Bett. Alter! Atomexplosion oder was? Alter, war das laut! Respawn Point Z. Also so laut wie das war, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, da steht Opa sagt Nein, to my Creeper. Vielleicht hat der Creeper die Farm weggesprengt. Oh, wie toll!
Unter Umständen. Oh mein Gott! Wir können auch was ganz anderes machen. Was hast du Diese gefunden? Folge meine Lieblingssache bei dem anderen Minecraft-Projekt. Okay. Mining Turtles. Und hier gibt es mehr Turtles. Hier ist nämlich CC-Tree drauf. Hier gibt es nämlich Crafting Turtles und Digging und Ender Turtles und Farming und was weiß ich Turtles. Okay, was brauchen wir dafür? Diamanten und Eisen und all the Modium Ingot Alles klar, okay, dann machen wir es doch hier selber. und Redstone und Cobblestone und Glas. Toll, erst so, yes, geil, mega, und dann so. Kann so viel und doch so wenig oder so ähnlich, ne? Schön. Boah, ich weiß, was ich mache. Mich jetzt erstmal umbringen, so ähnlich. Raw Uranite. Aber wie gesagt, ist am Ende der Folge angekommen. Ja, gleich. Gut, so, jetzt können wir. Okay. Haut rein, bis nächstes Mal. Und tschüss. Tschüss.